Ja, gerade eben ganz frisch fertig gelesen von Richard Lehman, Das Grab. Ich finde irgendwie, der Titel passt eigentlich nicht ganz so zum Inhalt. Da hätte man vielleicht noch was anderes finden können, aber es war echt super. Ich lese mal den knappen Text vor. Alle machten sich über Melvin lustig. Nur Vicky hatte den Mut, sich für den Außenseiter einzusetzen. Das änderte sich jedoch schlagartig, als er auf die Idee kam, eine Leiche aus ihrem Grab zu stehlen und mit Hilfe einer Autobatterie zum Leben zu erwecken. Jahre später wird Vicky immer noch von Albträumen gequält. Als sie in ihre Heimatstadt zurückkehrt, ist Melvin gerade aus einer Anstalt entlassen worden. Er ist verrückter als je zuvor und hat bei seinen Experimenten gewaltige Fortschritte gemacht. Sehr gewaltige Fortschritte. Mehr möchte ich von dem Buch nicht verraten, weil sonst nimmt es total die Spannung. Das ist alles, was man wissen muss, ohne irgendwas Konkretes zu verraten. Die Geschichte geht sehr interessant aus. Es gibt viele Passagen, wo ich mir schon vorher dachte, so könnte es vielleicht passieren und so ist es dann auch passiert. Er hat einen sehr angenehmen Schreibstil und einfach toll. Ich habe noch einige Bücher von ihm, werde ich dann auch lesen und ja, einfach toll. Empfehle ich für alle, die gruselige Geschichten eben mögen. Ja, bye bye.